Kennst du Menschen, die große Ziele, Visionen, Träume oder gar Wünsche haben, die sie aber nicht trauen umzusetzen, weil sie Ängste haben, die sie davon abhalten? Dann solltest du dir dieses Video anschauen, um zu verstehen, weshalb du noch heute deine Ängste besiegen solltest und wie das funktioniert. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Unternehmensberater und Coach, sondern selbst auch Unternehmer. Und als Unternehmer ist es fast täglich so, dass gewisse Ängste auftreten können, Existenzängste auftreten können, aber auch in meinen vergangenen beruflichen Stationen als Soldat und als Polizist wurde ich immer wieder an meine persönlichen Grenzen herangeführt. Und dort habe ich gelernt, wie wichtig es ist, seine Ängste zu besiegen. Wenn du etwas wirklich besiegen möchtest, wenn du erfolgreich werden willst, ist in der Regel 50% des Erfolgs die Aufklärung. Also schauen wir uns zunächst einmal an, wie eine Angst überhaupt entsteht und was ihr Zweck ist. Werfen wir also einen Blick in dein und mein Gehirn. Dort gibt es eine ganze Reihe von Gehirnzellen, 100 Milliarden wird geschätzt und viele liegen einfach so rum wie ein frisch abgeschneites Schneefeld. Dort ist keine Spur zu sehen. Und wenn du jetzt bestimmte Erfahrungen machst im Laufe deines Lebens, dann werden die in diesem Schneefeld hier eingetrampelt. Das bedeutet, hier geht ein Mensch lang, geht diese Spuren entlang und verlässt dann wieder das Schneefeld. Und je häufiger du in diesen Spuren wandelst, desto stärker wird dieses neuronale Netz. Und wenn das jetzt im Schneefeld beispielsweise dazu führt, dass es häufig wiederholt wird, dann ist das vergleichbar mit einem Schneefeld, das einen Eisregen bekommt. Sprich also, diese Spur verfestigt sich und bleibt, wenn es keine Gründe zur Änderung gibt, lebenslänglich in deinem Gehirn manifestiert. Wenn du beispielsweise wie ich in einem Elternhaus aufgewachsen bist, wo es völlig normal war, auf Pferden zu reiten, dann wirst du mit dieser Erfahrung in Bezug auf Pferden eine gute Verknüpfung aufgebaut haben. Wenn du aber eines Tages dann vom Pferd fällst, dann wird die Assoziation mit dem visuellen Eindruck eines Pferdes, mit dem Geruch, mit dem Gefühl oder der Vorstellung, darauf zu steigen, komplett schlagartig von gutem Gefühl wechseln zu einem negativen Gefühl. Ab sofort verbindest du mit dem Pferd nicht mehr Freude und Freiheit auf dem Rücken der Pferde im Gelände, sondern du verbindest dann mit Angst, mit Lebensgefahr, mit Schmerz. Wir können also anhand dieser kleinen Geschichte folgende Prinzipien davon ableiten. Das erste ist, wenn du auf die Welt kommst, ist dein Gehirn relativ leer. Da ist nicht viel los, wenig Erfahrung abgespeichert. Das zweite ist, alles, was du dann wiederholst oder an extremen Erfahrungen machst, das wird dauerhaft abgespeichert. Drittens, alle Erfahrungen haben in der Regel auch eine Bewertung für dich, dein Leben, deine Zukunft, deinen Selbsterhalt und haben damit eine gute oder eine negative Assoziation. Entsprechend wird das Gefühl ausgelöst, ob du glücklich auf dem Rücken deines Pferdes, deines Freundes sitzt oder ob du nach dem Abwurf mit diesem gleichen Pferd Schmerzen verbindest. Und der vierte Punkt ist, eine Änderung ist jederzeit möglich. Aus dem guten Gefühl kann jederzeit ein schlechtes Gefühl werden. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, weshalb geht das nicht auch wieder zurück? Und da kommen wir auch schon gleich zur entsprechenden Grundregel, die jeder Reiter kennt. Wenn du einmal abgeworfen wirst, dann steig so schnell wie möglich wieder zurück auf den Rücken des Pferdes, denn wenn du es nicht tust, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du nie wieder dich auf den Rücken eines Pferdes setzen wirst. Du wirst nie wieder die Freiheit im Gelände mit deinem Pferd erleben dürfen. Und nun stelle ich dir die Frage, ob dieses Prinzip, dass ein Mensch, der zu einem Pferd ein gutes Gefühl hatte, schlagartig ein negatives bekommt, nicht auch übertragen werden kann auf alle Lebensbereiche. Also beispielsweise andere Menschen anzusprechen, Telefonakquise, sich selbstständig zu machen oder einen Lebenspartner potenziell anzusprechen. Alles ist zunächst mit einem Gefühl verknüpft, kann sich schlagartig in ein negatives, in eine Angst entwickeln, kann aber auch, wenn der Reiter sich wieder traut, aufzusteigen, wieder ein gutes Gefühl wieder umwandeln. Wir haben also gelernt, dass jedes gute Gefühl zu einer Sache, zu einem Verhalten, zu einer Maßnahme oder zu einer Entscheidung sich über Nacht verändern kann, von gut in schlecht, wenn eine wirklich schlechte Erfahrung gemacht wird und du Schmerzen beispielsweise oder Ablehnung oder Misserfolg in deinem Leben verzeichnest. Und wir haben auch gelernt, dass jeder Reiter weiß, wenn er sich nicht sofort der Angst stellt, also wieder auf den Rücken des Pferdes klettert, dass er womöglich nie wieder in seinem Leben reiten wird. Das bedeutet unterm Strich, dass wenn du die Angst nicht besiegst, wenn du dich der Angst heute nicht stellst,
ist jeder weitere Tag des Verhaltens, was jetzt mit der Angst verbunden ist, nämlich nicht wieder sich der Angst zu stellen, eine Bestätigung für das Gehirn und diese Angst wird von Tag zu Tag immer stärker. Heißt es nun, dass du keine Angst mehr vor nichts haben solltest? Natürlich nicht, denn Ängste sind im Grunde konstruktiv. Sie helfen, deine Gesundheit, dein Leben, deine Ressourcen zu beschützen. Also deshalb macht es weiterhin Sinn, mit Helm zu fahren, angeschnallt im Auto zu fahren und wenn du aus einem Flugzeug springst, dann bitte mit funktionierendem Fallschirm. Aber auf der anderen Seite gibt es viele Ängste, die vielleicht unberechtigt sind, die dich aber letztlich davon abhalten, deine Ziele zu erreichen, deine Erfolge zu verwirklichen. Zum Beispiel gab es eine junge Dame, die sich selbstständig machen wollte und da galt es auch andere Menschen anzusprechen, fremde Menschen anzurufen, Termine zu machen und auch mit Männern sich zu unterhalten. Als kleines Kind aber hatte sie im Buddelkasten schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht und auch die Mutter war voller Angst und voller Sorge und hat es ihr verboten, mit fremden Männern zu sprechen. Folglich konnte sie andere Männer nicht ansprechen, auch wenn das ihre Hauptzielgruppe war, weil eine Angst im Unterbewusstsein noch vorhanden war. Also was ist nun der nächste Schritt, wenn du eine neue Angst bekommst oder eine alte Angst entdeckst? Mache dir zuerst Gedanken, ob diese Angst wirklich sinnvoll ist, ob sie dein Leben bedroht. Und wenn sie das nicht tut, dann ist der zweite Schritt das Gleiche zu tun, was jeder Reiter macht. Er nimmt sich den Steigbügel, setzt sich wieder in den Sattel auf das Pferd rauf und überzeugt so sein Gehirn, dass hier oben kein Grund für Angst besteht. Das bedeutet im Alltag, dass du dich deinen Ängsten stellst. Das bedeutet dich im Alltag, dass du dich selbst desensibilisierst, dass du genau das tust, wovor die Angst dich abhalten will. Wo die Angst, da der Weg, heißt der neue Slogan. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, so lade ich dich gerne ein zu einem kostenlosen Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur Coaches und Berater für Unternehmensberatung, sondern auch für Persönlichkeitsentwicklung. Und da fast alle auch selbstständig sind, Unternehmer sind, wissen wir aus der Praxis für die Praxis, wie es ist, sich den Ängsten zu stellen. Gerne kannst du also jetzt das Video liken, den Kanal abonnieren und jetzt Gebrauch machen von einem kostenlosen Erstgespräch und gerne helfen wir dabei, dich deinen Ängsten zu stellen und vor allen Dingen auch die Ziele, die du gesteckt hast, auch zu erreichen. Dazu gehört nicht nur ein Finanzplan, Businessplan, sondern gehört auch Know-how zum Thema Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und Vertrieb und Umsatzplan.